schönes Moin Moin. Herzlich willkommen. Hier ist euer Elektroboy. Genau. Ich bin mal wieder hier. Und ja, das Thema ist halt ganz einfach. Morgen sehen wir Eggesser wieder. Genau. Es Eggesser All Along startet morgen auf Disney Plus. Und da wollte ich mir mal so noch ein bisschen was zu erzählen. Also, fangen wir erstmal als erstes an. Ja, der Treppler, das ging ja lange hin und her, wie der Titel nun ist. Das war so hin und her, das war, ey, Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht. Auf jeden Fall heißt die offizielle Serie Eggesser All Along. Genau, da seht ihr das. Genau, und da ist genau der Plan, wie, wann, was kommt. Für die Leute, die vielleicht dem Englisch nicht so ganz mächtig sind, All Along heißt die ganze Zeit. Genau, Eggesser, die ganze Zeit. Genau. Gut, wir sagen morgen, schaut Eggesser All Along bei Disney Plus. Denkt mal bei uns so um 9 Uhr. Ich habe Frühdienst, also wird es bei mir erst ein bisschen später. Gut, erstmal das Wichtigste. Morgen starten, fangen die an mit am 19. September mit Episode 1 und 2 zusammen. Dann am 26. September kommt Episode 3. Am 3. Oktober kommt Episode 4. Am 10. Oktober kommt Episode 5. Am 17. Oktober kommt Episode 6. Am 24. Oktober kommt Episode 7. Und jetzt zum Schluss am 31. Oktober, das heißt Halloween, passt ja perfekt. Episode 8 und 9 kommen da auch, wie halt, wie morgen der Start Episode 1 und 2 ist. Ist halt, ist das Finale aus Episode 8 und 9, genau. Die Serie selber ist ein Spin-off zu WandaVision. Wir gehen nochmal so einen kleinen Rückblick für die Leute, die sich vielleicht erinnern, was nun, wieso, weshalb, warum, genau. Eggesser ist ja in Westview. Eingefangen, hat ihre Kräfte verloren und wurde halt so von Wanda Scarlet Witch zurückgelassen, genau, und lebt da ihr Leben und fängt nun langsam wieder sich an und dazu. Ich werde nicht viel eingehen, das meiste habt ihr den Trailer gesehen, ich habe nur den ersten Trailer gesehen, mehr auch nicht. Auf jeden Fall ist die Serie eine Spin-Off-Serie zu WandaVision und es geht im Großen und Ganzen darum, weil sie ja nun mal keine Kräfte mehr hat, das Darkhold existiert ja auch nicht mehr, Wanda hat es ja bei Doctor Strange in The Multiverse of Madness aus allen Realitäten gelöscht, genau. Sie versucht halt durch einen Hexenzirkel ihre Kräfte wiederzubekommen, genau. Also ich habe die Serie, ich war skeptisch, halt wieder. Wieso muss man über Eggesser eine Serie machen? Wieder. Ja, muss man nicht verstehen, ist jetzt auch für mich auch keine Serie, wo ich sagen muss, ja, ich freue mich, also ich freue mich schon, aber es ist nicht mehr so eine Hype-Serie wie Loki oder Moon Knight oder wo ich jetzt sage, richtig geil und so. Ich freue mich. Ich finde es gut, dass es die Geschichte war. Und sie hat das ja, Schauspielerin hat das Eggesser auch richtig gut gespielt. Ich habe schon eine Kritik gelesen, irgendwie, dass es richtig gut ankam. Aber es wird ja viel erzählt. Also bleiben wir ruhig. Bei Rotten Tomatoes gibt es auch keine Bewertung. Wie gesagt, die Serie kommt erst bei uns morgen. Die Amis werden wahrscheinlich ein bisschen eher, wisst ihr, wegen Zeitzone und so. Genau. Auf jeden Fall, es ist jetzt für mich keine Serie, wo ich sage, wo ich das gehört habe, wieso macht man über Eggesser eine Serie? Habe ich erst nicht verstanden, dann habe ich den Trailer gesehen, habe ich gedacht, sieht doch ganz gut aus, obwohl ich es nämlich Hexen nicht habe. Aber die Idee, ganz einfach, dass sie versucht, ihre Kräfte wiederzukommen, finde ich ganz cool. Wo ich sagen muss, könnte was werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, sehr gespannt, wie die Serie wird. Und habe eigentlich gute Hoffnung. Ich denke mal, also ich muss sagen, ich habe mehr Hoffnung bei der Serie als Ironheart, die kommen soll. Also Ironheart weiß ich nicht. Ich bin mit ihr noch nicht so warm geworden bei Black Panther, Wakanda Forever. Genau, bin ich noch nicht so. Naja, ist ja auch wieder so eine Alternative zu den Comics. Und das ist halt, wenn man Comics liest und ich lese halt viel. Genau, ihr seht ja nur meine Bücher und die Comics sind da und da und wenn ich mal Platz hätte, ich noch mehr kommen. Ich hatte schon mal mehr, aber naja, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall Eggesser All Along. Ich hab eigentlich gute Hoffnung. Also wie gesagt, ich freue mich drauf und werde auf definitiv so schnell wie möglich jede Folge gucken. Morgen ist schon geplant, dass ich halt Episode 1 und 2 schaue. Ich glaube, die Länge kann ich noch gar nicht sagen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie lange jede Folge geht. Das kann ich euch noch nicht sagen, seht ihr mal. Aber naja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt so mit Eggesser, ist es halt sehr, dass sie spielt in WandaVision.
Und was gut. Auf jeden Fall ist sie jetzt als Harkness wieder in Westview und da geht es halt weiter. Und ich denke mal nicht, jetzt kommen wir zu, obwohl ich kein Fan von dir, denke mal nicht, dass Scarlet Witch auftaucht, aber möglich ist alles. Möglich ist alles. Sonst werde ich versuchen, vielleicht, ich weiß auch nicht, wie ich es mache, ob ich ein ganzes Feedback zur ganzen Serie mache. Das, denke ich mal, werde ich machen und vielleicht einzelne Episoden mit einem Short kommentieren. Das ist so meine Theorie. Ich werde jetzt nicht zu jeder Folge ein ganz großes Video machen, aber so ein paar so Shorts. Ich will jetzt so öfters mal Shorts machen. So mal, und dann halt ein Feedback zur ganzen Serie machen. Das ist jetzt mein grober Plan. Falls der Plan sich ändern sollte, erfordert das hier auf definitiv meinem Kanal. Wie gesagt, ich bin hier hyped und obwohl nicht so viel, aber ich bin hier hyped. Ich freue mich, aber nicht so viel Freude, aber auf jeden Fall. Ich finde es cool. Und naja, auf jeden Fall noch eins wichtigster. Weil ich ja nun mal, ich liebe das MCU und ich finde das alles geil, was sie machen, außer Thor, Love and Thunder. Das ist immer noch das, wo ich sage. Und bei Sony halt mal am Web. Ich bin halt so mehr der Comic. Für mich ist es halt schwer, wenn man zu viel Comic liest. Man will halt das in den Comics, das geht nicht. Ich sag nur Deadpool und Wolverine, das mit dem Ankerwesen, das ist immer noch, für mich immer noch, wo ich sage, das, naja, es ist die einfachste Version, das im MCU. Man kann das MCU nicht kompliziert machen. Darum werden sie sich bei Guesser All Along auch so einen einfachen Weg gehen und das ist so. Vielleicht kommen wir da wieder hin. Nächstes Jahr mit meinem geliebten Fantastic Four im Juli. Da habe ich vielleicht gute Hoffnungen mit der alternativen Erde, woher die kommen und keine Origins und Galactus und so. Obwohl weiblicher Silver Surfer. Aber einen männlichen Herold, also männlichen soll es auch geben. Auf jeden Fall. Gut, nee, eins noch. Wie gesagt, zu den Comics sind wir zurückgekommen. Warum hier jetzt Comics? Ich möchte euch mal nochmal erklären, wie, nicht wundern, dass mein Lesezeichen. wie die Agatha Harkness Version in den Comics ist. Und zwar ist sie, mal Lesezeichen. Ich habe nämlich extra geguckt, nicht wie beim letzten Mal. Genau, ich glaube, das ist Olymps. Genau, Agatha Harkness. Genau, ihr seht, das ist ja halt die Schauspielerin, wisst ihr, ich komme jetzt nicht für ihren Namen. Genau, ihr seht ja, das ist sie halt, Agatha Harkness. Und hier, muss ich mal sehen, ich hoffe, ihr seht das. Genau, ich lese euch gleich das bisschen den Text vor. Genau, da. So sieht Agatha Harkness. Genau, so sieht Agatha Harkness. So ist sie im Comic. Genau, ihr seht da, die ist richtig alte Frau. Genau, das ist halt schon mal der gravierende optische Unterschied. Genau, und dann halt, dann haben wir halt Folgendes. Lese ich mir vor. Erster Auftritt. Fantastic Four 94, März 1969. Richtiger Name, Agatha Harkness. Beruf Hexe, Heimat New York, Größe 1,80. Gewicht 58 Kilo. Augen blau, Haare weiß. Besondere Kräfte, Fähigkeiten. Konnte mit Zaubersprüchen magische Kräfte beeinflussen. Hatte einen magischen Vertrauten namens Ebony, eine Katze, die sich in einen wilden Panther verwandeln konnte. Genau, das ist das, erstmal das Wichtige. Jetzt, Agatha Harkness wuchs in der Stadt New Salem auf, deren Einwohner Magie praktizierten. Sie tat sich in ihrer Kunst hervor und wurde die mächtigste Zauberin der Stadt. Agatha fand, dass Hexe und Hexer nicht von Menschen getrennt leben mussten. Ihr Sohn und die Ältesten der Stadt waren anderer Meinung und sie verließ New Salem. Nach ihrem Umzug nach Whisper Hill, New York, wurde sie als Erzieherin für Franklin Richards, Sohn von Mr. Fantastic und Invisible Woman, eingestellt. Als die Scarlet Witch die Avengers auflöste, tötete sie auch Agatha, doch Agatha wurde Jahre später von Wanders Mutter Natalia ins Leben zurückgeholt. Genau, seht ihr, so richtig viel hat die eigentlich nicht zu tun mit Scarlet Witch, obwohl mit den Kindern gibt es auch noch sehr böse. Aber hier nun das Wichtigste, wie gesagt, sie als Erzieherin von Franklin Richards, genau. Das ist das Haupt, so das Haupt, ja, es gibt noch mehr dazu, ja, aber das ist halt so, ihr seht, gegenüber dem MCU wurde einiges geändert, naja, aber das ist halt so, Comic ist Comic, MCU ist MCU, genau, darum bleibt es für mich auch immer noch, das MCU bleibt für mich immer noch Erde 1 und 5 mal die 9, oder nicht wie Kevin Feige das gern sagt, MCU ist MCU Erde 616. Bei Erde 616 sind die Comics. Das ist das Comic-Hauptuniversum. Genau. Ja, genau, das ist aber, naja.
MCU 616 ist das, glaube ich. MCU Erde 616 sind ja, so hat er das jetzt bezeichnet, wie er sagt. Ich finde es immer noch richtiger Erde 1 und 5 mal 9. Ja, ja, auf jeden Fall, das wollte ich nochmal zu gestern, wie gesagt. Ich freue mich auf die Serie morgen. Und halt euch auf dem Laufenden. Bin gespannt, was ihr dazu erzählt. Ob ihr sie guckt, ob auch. Es gibt einige, wo ich sagen, ach, naja, wo ich jetzt nicht habe, aber ich bin mal fertig. Ich gucke mir auch die Scheiße an. Ich sag nur Madame Web, ja. Oder Thor Love and Thunder. Oder Fantastic Four. Den habe ich nie gesehen. Den von 2015. Der steht hier immer noch original verpackt. Nee. Oder Matrix. Matrix 4 habe ich auch nie gesehen. Naja, jeweils morgen, Eggesser All Along. Genau. Ihr wisst Bescheid, es sind genau 9 Episoden. Episode 1 und 2 startet halt morgen. Und die finale Episode besteht aus 8 und 9, endet genau zu Halloween. Übrigens Halloween, genau. Am 26. feiern wir unsere Halloween-Party. Vielleicht gibt es einen Livestream hier auf meinem Kanal. Da werde ich euch nochmal darauf hinweisen, falls ihr Bock habt. Also ja, ich mache Musik, du digital und Vinyl diesmal. Brauche meine Plattenspieler auf. Kostüm steht auch schon fest, hat nichts mit Marvel zu tun. Ist ein Superheld, aber nicht mit Marvel. Mehr sage ich nicht. Gut, mehr wollte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich versuche jetzt so viel öfters längere Videos zu machen. Darum, ich bin aber noch am Intro bauen. Ein Unboxing ist nächstes, steht auch schon fest. Und mein Iron Man von Fan Home muss ich auch weitermachen. Und sonst habe ich noch genug, was auch nichts mit Marvel zu tun hat. Auf jeden Fall, Unboxing kann ich erstmal noch genug machen. Und die hören auch nicht auf. Ich habe schon wieder neue Sachen im Auge. Naja, Und hier, Marvel Legends will ich auch immer mal anfangen. Mir ist das Projekt für nächstes Jahr. Gut, das war's. Ich habe fertig. Ich hoffe, euch dieses kleine Video, Info-Video über Eggesser All Along und meine Gedanken für morgen oder wie auch immer das man das nennt. Meine Meinung zu morgen. Genau, habt ihr die erfahren. Wenn ihr mehr von solchen Art von Videos haben wollt, dann abonniert meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, der macht einen Daumen nach oben und sonst kann ich immer nur sagen, schaut euch morgen Eggesser All Along an. Ich freue mich drauf und sonst genießt den Moment, bevor es zur Erinnerung wird. Ihr seht und hört was von mir im nächsten Video. Also macht's gut. Tschüss, euer Elektroboy.